Herzlich willkommen bei Peter macht Auge. Und zwar jetzt die Frage, wo kriege ich denn jetzt einen Studienplatz her? Zunächst drücke ich allen, die noch im Abitur sind, natürlich die Daumen, dass alles sehr gut geht. Und die, die schon fertig sind, herzlichen Glückwunsch. Feiert das mal, das ist eine tolle Sache. Und ihr könnt das jetzt ja auch richtig feiern, ohne irgendwelche Beschränkungen. Macht das ruhig. Und jetzt geht's halt weiter. Jetzt kommt für viele für euch das Studieren. Und ich kann euch nur sagen, das ist zwar für mich also eine der besten Zeiten der Welt, der meiner Zeit, und es wird auch für euch eine der besten Zeiten werden. So, bloß wo kann man sich noch bewerben, wo ist was frei? Und da habe ich jetzt mal ein paar Studiengänge für euch zusammengestellt, die ich ganz persönlich gut finde. Zentrales Thema im Moment ist im Grunde genommen, wie können wir die Welt retten? Und das geht nicht nur um nachhaltige Entwicklung, das geht um Wasser, Abwasser, das geht um menschenwürdige Arbeit und wirtschaftliches Wachstum, es geht um Innovation, Infrastruktur, wie man das alles gewährleistet ist. Im Grunde genommen haben wir ja seit wenigen Jahren so eine Art Seuchengeschichte, dass ein schlimmes Ereignis nach dem anderen kommt. Und da gibt es einen Studiengang, wo ihr dann zu einem Projektmanagement-Fähigkeiten bekommt und diese ganzen Probleme gut in der Welt abarbeiten könnt. Und das nennt sich Global Projekt und Change Management an der Windesheim University of Applied Sciences in Zwolle. Wie gesagt, habe schon ein bisschen was erzählt. Das ist natürlich auch dann natürlich ganz wichtig. Viele Bestandteile von BWL drin, so eine gute Mischung im Grunde genommen. Und damit ist es so, dass ihr mit ganz vielen Leuten aus 15 verschiedenen Nationalitäten zusammen studiert und versucht, im Grunde genommen wirklich etwas zu tun, dass uns die Erde, so wie wir sie kennen und lieben, noch länger erhalten bleibt. Global Projekt und Change Management, unten der Link in der Beschreibung. Das ist so, das dauert 4 Jahre, ist eine Fachhochschule. Berufsaussichten sind natürlich dann hinterher Projektmanagement in den NGOs oder in verschiedenen Bekleidungs- und Lebensmittelindustrien, überall im Grunde genommen, wo man die Welt positiv gestalten kann. Also Global Projekt und Change Management, Windesheim University of Applied Sciences. Das ist mein erster Tipp für euch, wo ihr euch noch bewerben könnt.